Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem hier stelle ich einfach mal meine Map vor, die ich vor kurzem erst gebaut habe. Hier, man sieht es, 19.01. ist jetzt zumindest dieses Update hier rausgekommen, was ich hier habe. Das ist die Version 1.3, wie man hier sieht. Aber es werden wahrscheinlich noch weitere folgen, also könnte es sein, dass wenn ihr dieses Video guckt, es schon eine neuere Version draußen ist. Mal gucken. Und ja, dann erzähle ich mal kurz was darüber. Allerdings gehe ich dafür erstmal drauf, auf den Server wollte ich sagen, das ist eine eigene Map. Falls ihr sehen wollt, wie man diese Map überhaupt in euer Minecraft bekommt, falls ihr euch nicht so wirklich damit auskennt, ich verlinke in der Videobeschreibung ein Video von MinusDude, wo er auch diese Map vorgestellt hat. Allerdings hat er davor nochmal ein ziemlich gutes Tutorial darüber gemacht, wie man es halt in den Punkt Minecraft Ordner bekommt. Das lasse ich einfach mal weg, weil ich mich wirklich nur um die Map kümmern will. Und ja, deswegen gehen wir einfach mal auf die Map und wir drücken auf Play Selected World. Nach einer etwas längeren Ladezeit als normal sehen wir Willkommen beim Fast Bridge Trainer. Und zwar starten wir hier an diesem Punkt hier. Das hier ist die Map. Wir starten auf diesem Block hier und haben ein Buch in der Hand sowie einen Kopf von mir auf dem Kopf. Ich mach mal kurz die Label Mod aus, damit es nicht so stört. So, wir haben hier einmal halt die Map, so einen kleinen Pavillon oder keine Ahnung, irgend so ein Dachding, was ich in einer anderen Map auch schon verwendet habe. Und wir haben hier sofort den World Border, den man vielleicht, ja okay, man sieht den nicht so gut. Ah, jetzt, doch, da. Der World Border geht halt direkt um diese Map herum. Die Map ist 300 irgendwas mal 300 irgendwas Blöcke groß, also nicht wirklich groß. Und ja, das Buch solltet ihr auf jeden Fall mal durchgelesen haben. Sind zwar 8 Seiten, aber es lohnt sich, das durchzulesen. Da sind auch unter anderem zum Beispiel so Tools drin, die man vielleicht mal gebrauchen könnte, falls ihr irgendwelche Probleme mit der Map habt. Könnte zum Beispiel Redstone fixen oder Spieler fixen helfen. Und zum Beispiel Tag nachmachen, das ist einfach nur für Screenshots oder so vielleicht gut. Und, ja, so cool ist der Cut. Ja, genau. Also das Buch auf jeden Fall mal durchgelesen haben, da sind ziemlich interessante Informationen über die Map. Und ihr könnt auch hier, wenn ihr bei Credits seid, könnt ihr auch einfach auf diesen Text hier klicken. Und seid ihr im Credits-Raum, wo halt alle verewigt sind, und könnt auch auf die einzelnen Schilder klicken von den Leuten, die halt Informationen angegeben haben, damit ihr halt was über diese Leute erfahren könnt. Und ja, dann gehe ich mal wieder zurück, das ist da hinten, und wir gehen mal diesen Weg hier hoch, der hier so schön von dem Yokai gebaut wurde. Wenn ihr das Buch in der Hand habt, seid ihr übrigens schneller, das sieht man hier wahrscheinlich, so. Und wenn ihr hier oben mal angekommen seid, dann seht ihr diese Map hier. Und ja, das ist halt so eine Arena, unten ist Wasser, leider gibt es jetzt so einen Lichtbug in der Mitte. Das Wasser ist überall eigentlich gleich hell. Und ja, das hier ist auf jeden Fall die Arena, auf der ihr dann halt das Fastbridgen trainieren könnt. Und wieso dieser Block jetzt eine andere Farbe hat, dazu komme ich gleich. Wir haben hier einmal eine letzte Zeit und einen Highscore, sowie ein Schild, um die Arena zu clearen. Hier haben wir ein Schild, um das Buch nochmal zu bekommen, falls ihr das irgendwie verloren habt. Und hier ist ein Schild, damit ihr von unten starten könnt. Wie ihr seht, haben wir hier einmal eine Startplattform und da unten ist eine. Das ist einfach nur, falls ihr halt gerade ausbauen wollt, dann könnt ihr von hier starten. Falls ihr halt dieses One-Stack zum Beispiel lernen wollt, dann könnt ihr halt von unten starten. Und was ihr dann einfach nur machen müsst, um zu starten, ist halt Fast Bridge Mode an. Dann bekommt ihr so einen Sandstein. Also wundert euch nicht, dass es nur ein Sandstein ist. Das macht keinen großen Unterschied, weil ihr ständig einen neuen bekommt. Das heißt, wenn ihr einen hinsetzt, dann fängt übrigens rechts der Timer an dem Scoreboard. Der zählt die Sekunden, die ihr gebraucht habt. Und halt, ihr könnt einfach weiter Blöcke platzieren. Und wie ihr unten seht, kommen die Blöcke einfach immer wieder. Das gleiche geht natürlich auch noch von unten, kann ich mal zeigen, hier von unten starten. Wir fangen hier halt an und können uns dann hier halt hochstacken und so. So, nochmal kurzer Cut, Entschuldigung. Und ja, das ist noch eine Sache, die vielleicht wichtig zu erwähnen wäre. Wenn ihr runterfallt, dann werden unter euch Blöcke generiert, die euch auffangen. Das heißt, ihr könnt einfach nur so lange weitermachen, bis ihr halt runterfallt und tada, es wird ein Block generiert.
Ihr könnt damit natürlich auch etwas weiter laufen, aber das bringt euch nichts, weil ihr dann ins Wasser fallt und genau auf diesen Block hier wiederkommt. Das ist auch im Prinzip der Sinn davon. Genauso, wenn ihr hier auf zum Spawn kommen drückt, dann landet ihr auch auf diesen Block. Und ja, das heißt, wir haben hier einmal eine Strecke und können darauf Fast Bridging üben. Ich kann das jetzt nicht, deswegen kann ich es nicht zeigen. Fürs Fast Bridging gibt es ein Tutorial sowohl bei Minus Dude, als er die Map vorgestellt hat, als auch bei Steinente, was ich auch verlinken werde. Lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Und noch eine Sache, falls ihr zu dicht an die Wand kommt, dann passiert Folgendes. Und zwar wird euch mit so einer Eiswand signalisiert, wo halt die Wand ist. So. Das heißt, ihr könnt da halt nicht vorbei. Und ja, dann spule ich einfach mal vor, wie ich bis zum Ende komme und zeige euch, was dann passiert. So, und da sind wir auch schon auf der anderen Seite nach gerade mal 180 Sekunden, wie ihr rechts seht. Und was ihr jetzt machen müsst, ist eigentlich das, was der Weg hier zeigt. Das hier ist übrigens der Weg. Und zwar müsst ihr einfach nur über diesen Lapisblock laufen, und wenn wir jetzt die Sounds ganz hoch stellen, ich gehe einfach mal davon aus, dass viele von euch die Sounds halt anhaben. Wir gehen drüber. Ja. Diesen Sound habe ich übrigens nicht jetzt noch im Video reingeschnitten, sondern der ist halt bei der Map dabei. Das ist auch übrigens der Grund, wieso es so lange dauert, in die Map reinzukommen. Nur wegen diesem einen Sound leider. Also dieses Texture Pack ist da nicht dabei, falls ihr euch wundert. Und ja, dann sehen wir hier die letzte Zeit, die wir gebraucht haben, und den Highscore. Das heißt natürlich, also logischerweise, wenn ihr jetzt wieder anfangen würdet und schneller sein würdet, würde der Highscore aktualisiert werden. Wenn ihr langsamer sein würdet, dann würde einfach nur die letzte Zeit höher sein als der Highscore, und das wär's. Also wenn ihr wieder anfangen wollt, einfach hier nochmal einen Block setzen, der Countdown fängt dann wieder an und so weiter. Und falls ihr keinen Bock mehr habt, dann könnt ihr hier draufklicken, dann seid ihr wieder aus dem Fast-Bridge-Modus raus und könnt halt weiter rumfliegen und so weiter. Hier ist nochmal das Schild. Fast-Bridge und mit so einem schönen Wasserrad. Und falls ihr euch für Command-Blöcke interessiert, könnt ihr in den Spectator-Mode gehen und dann hier unten einfach mal die Command-Blöcke angucken, die ich verwendet habe, falls euch das irgendwie interessiert. Und ja, übrigens, um aus dem Modus rauszukommen, müsst ihr nicht unbedingt den Befehl eingeben. Ihr könnt auch einfach nur zum Spawn fliegen. Also an diese Stelle hier. Tada. Dann seid ihr schon aus dem Modus raus. So. Und das war's eigentlich auch von der Map. Mehr gibt's im Moment noch nicht. Ich kann noch auf jeden Fall sagen, dass es das erste Modul einer etwas größeren Map sein wird, mit der man halt für viele PvP-Modi trainieren können wird. Unter anderem halt Bed Wars, Sky Wars, was weiß ich, Survival Games eigentlich auch und sonstiges. Und ja, dann war's das mit der Map. Ich hoffe, es hat euch irgendwie geholfen oder wird euch helfen. In der Videobeschreibung sind die Links zu den Videos von Minus Dude und von Steinente sowie der Download-Link bzw. ein Link zu einer Tabelle, in der halt die verschiedenen Versionen stehen. Also, falls ihr... Ich mach mal kurz die Sounds wieder leise. So. Falls ihr auch mal Updates bekommen wollt, einfach mal öfter diese Tabelle angucken. Da kommen dann halt die ganzen Updates immer. Oder ihr, keine Ahnung, guckt auf Twitter bei mir oder was auch immer. Vielleicht mache ich noch ein Video zum Update. Aber das war's auf jeden Fall. Wenn ihr übrigens die Arena clearen wollt, kann ja sein, dass ihr hier... Oh, das geht nur mit Sandstein natürlich. Sandstein. Nein, nicht normaler Sand, so. Falls ihr die Arena clearen wollt und noch nicht fertig seid, dann könnt ihr hier einfach auf das Schild gehen und dann wird das geclearet. So. Dann war's das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.